Science and Fiction, Wissenschaftlerinnen in Film und Fernsehen. Und es soll hier die nächsten eineinviertel Stunden einmal nicht um den Wissenschaftsjournalismus als solchen gehen, sondern um Wissenschaft und wie sie dargestellt wird im Kontext fiktionaler Filme. Die Leitfragen werden sein, wie werden Forscher und ihre Forschung im Unterhaltungsfilm dargestellt, also sei das der Fernsehfilm, das Kino oder die TV-Serie. Und dann wollen wir natürlich schauen, was hat sich denn daran geändert in den letzten Jahren und woran könnte das liegen? Dazu habe ich eingeladen, ich fange mal auf der rechten Seite des Podiums an, Karl-Christian Demke aus Berlin. Er ist freier Drehbuchautor und hat einige Bücher mit wissenschaftlichem Kontext und Bezug auf aktuelle Forschungsfragen geschrieben und wird uns erzählen, wie man diese Stoffe recherchiert und bearbeitet. In der Mitte sitzt Marion Esch, ebenfalls aus Berlin. Frau Esch ist die Gründerin und Vorstandsvorsitzende von der Stiftung MINT Entertainment Education Excellence. Diese Stiftung vermittelt zwischen Wissenschaftlern und Drehbuchautoren, damit Stoffe mit Bezug zur Forschung häufiger und vor allem besser im Unterhaltungsfilm ankommen. Und ganz links auf dem Podium ist Sven Stollfuß von der Uni Bayreuth. Er ist Medienwissenschaftler und beschäftigt sich mit der Darstellung von Wissenschaft und Medizin, vor allem im Fernsehen und in der Popkultur. Mein Name ist Helga Ritz, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung. Ich übergebe gerne an Sven Stollfuß von der Uni Bayreuth. So, ja, vielen Dank für die nette Vorstellung und auch zu dem schönen Film, den wir uns jetzt eingangs angeschaut haben. Ich werde ganz kurz was sagen zur Darstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sowohl im Film als auch in Fernsehserien, vorzugsweise US-amerikanischen Fernsehserien. Das ist so mein Feld, in dem ich seit einiger Zeit unterwegs bin. Und mein kurzes Statement wird in drei Teile, oder den habe ich in drei Teile aufgeteilt. Ich werde erst was zu den Stereotypen im Film und auch in TV-Serien sagen und mich dabei primär auf Ergebnisse stützen, die in Bielefeld von Petra Pansegrau und Peter Weingart zwischen 2000 und 2002 erarbeitet worden sind. Und werde dann anschließend noch kurz was sagen zu jüngeren Tendenzen in TV-Serien mit Blick auf den Versuch, positivere Formen der Darstellung zu finden, um dann anschließend das Potenzial von dem, was wir Complex Serial Storytelling, also fortgesetztes Erzählen und eine komplexere Art des Erzählens, damit werde ich abschließen und ich glaube relativ gut überleiten dann zu dem, was Frau Esch erzählen will. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe an Beispielen gesehen und natürlich einer der durchaus populären Figuren und Stereotype, die wir kennen. In der Populärkultur ist das, was wir oder was Weingart und Pansegrau als den sogenannten schrulligen Wissenschaftler, die schrullige Wissenschaftlerin definiert hat, also vom Grundtyp her schon gutmütig, gutherzig, aber ein wenig weltfremd, ein wenig zerstreut und sehr stark in der eigenen Wissenschaftswelt verhaftet, eine Variation davon. Also zum einen natürlich ganz stark geprägt durch Doc Brown in den Back to the Future Filmen. Wir können allerdings auch eine Variation davon in der aktuellen Serie The Big Bang Theory feststellen, also Sheldon Cooper, sicherlich nicht jemand, der unmittelbar 1:1 eine neuere Variante von Doc Brown darstellt, aber auch eine Form von Wissenschaftler, Stereotyp in der fiktionalen Präsentation sozusagen auf sich vereint, der im Prinzip sowas wie den schrulligen Wissenschaftler und Nerdkultur versucht, miteinander in Verbindung zu bringen. Dann gibt es noch die Wissenschaftlerin als Heldin oder den Wissenschaftler als Held, zunächst über Indiana Jones, der ganz stark für diese Form des Stereotyps steht, aber auch Sarah Harding aus The Lost World, Jurassic Park. Da spielt Wissenschaft im Prinzip am Anfang des Films eine stärkere Rolle und geht dann im Verlauf der Handlung oder sozusagen drängt dann an den Rand und dann werden ganz andere Qualitäten, andere Expertisen eine Rolle spielen für diese Form des Stereotyps und nicht so sehr die eigentliche Qualität und die Expertise als Wissenschaftlerin. Die professionelle Wissenschaftlerin, zumindest nach den Erkenntnissen aus Bielefeld, nicht ganz so stark oder am wenigsten stark vertreten in populären Erzählungen, klassischerweise über die sogenannten Biopic-Erzählungen, sowas wie Louis Pasteur beispielsweise, ein relativ alter Film von William Dieterle, aber auch, wie wir sie schon gesehen haben, in Contagion, Erin Mears, die im Film zumindest in der Zeit, in der sie dort auch aktiv eine Rolle spielt und dort auftaucht, als professionelle Wissenschaftlerin inszeniert wird, die eine ganze Reihe an Problemen, insbesondere in Auseinandersetzung mit politischen Akteuren, zu bewältigen hat und eine bestimmte Risikobereitschaft an den Tag legt, aber natürlich versucht zu helfen, Lösungen zu finden,
und eher sagen, dass die professionelle Art, wie man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darstellen kann, hier eine Rolle spielt. Die letzten beiden werde ich zusammen auf eine Folie nehmen. Das sind sicherlich die, die am bekanntesten sind und sich für populäre Erzählungen auch in der Prägnanz und in der Dominanz am häufigsten darstellen. Der Mad Scientist hier in zwei verschiedenen Variationen. Einmal der besessene Mad Scientist, also Frankenstein, sowie auch Dr. Moreau, die sich um moralische und ethische Werte und Grenzen relativ wenig scheren und vor allen Dingen ihren eigenen Machthunger versuchen zu stillen. Ihnen geht es um das Experiment, um die Erkenntnisse und Ergebnisse und um natürlich, die sie damit erarbeiten können und eine bestimmte Form der Selbstverwirklichung. Der Mad Scientist wider Willen oder wie Bruce Clark ihn nennt, den selbstreflexiven Wissenschaftler, ist eigentlich jemand, der im Zuge der Experimente, die er seltener sieht tatsächlich, kenne, wenn ich spontan in mein Filmgedächtnis eintauche, keine Wissenschaftlerin, die als Mad Scientist wider Willen dargestellt wird. Aber diejenigen, die ich jetzt hier auf der Folie mitgebracht habe, eigentlich Wissenschaftler, die zu Beginn einer Erzählung keine ambivalenten, bösen Charaktereigenschaften mit sich bringen und durch das Experimentieren an sich selbst über diesen Prozess zum Mad Scientist werden. Und die wesentlichen Merkmale, die die Kollegin und der Kollege herausgearbeitet haben, sind, dass wir im Prinzip, wenn wir um die Darstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Populärkultur uns Gedanken machen, ganz prägend, ganz dominant Variationen des Mad Scientist auffallen. Und zwar schlicht und ergreifend mit der Begründung, dass immer dann, wenn neue wissenschaftliche Entwicklungen auftauchen, sie entstehen und verbreitet werden, auch gleichzeitig neue Ängste unmittelbar parallel dazu entstehen, die formal, die zentral in der Populärkultur verarbeitet werden. Und der Mad Scientist insbesondere steht hier als eine Metapher für weitreichende und auch diffuse Ängste vor wissenschaftlichen Eingriffen, vor allen Dingen an der menschlichen Entwicklung, an der menschlichen Evolution. Gleichzeitig ist die Darstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von einem Dualismus geprägt. Das heißt, auf der einen Seite geht es auch um die negativen Konsequenzen und um die Ängste, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit sich bringen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch die positiven Errungenschaften nicht missen. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen sich populäre Darstellungen. Wenn wir uns jetzt neuere Serienbeispiele im Konkreten anschauen, dann können wir eigentlich seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre feststellen, dass es eine relativ große Anzahl an Serienbeispielen gibt, die sich ganz bewusst um, ich will es mal sagen, positivere Inszenierungsweisen, um vielleicht ein positiveres Image von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und dort tauchen auch Frauen tatsächlich öfter auf und auch sehr viel stärker in der Rolle von Protagonistinnen, das heißt diejenigen, die tatsächlich auch die Entscheidungen treffen, die hier für ihre wissenschaftliche Expertise sozusagen die als Wissenschaftlerin und ihre, für ihre Kenntnisse, für ihre Kompetenzen stehen und nicht so sehr nur unterstützend für einen männlichen Wissenschaftler agieren. Und wenn wir uns anschauen, was so neuere Potenziale in dem sicherlich auch nicht ganz unproblematischen Diskurs zum Qualitätsfernsehen, der ganz stark durch nordamerikanische Serienproduktionen geprägt ist, dann sind vielleicht, wenn wir uns mit den Erzählmerkmalen auseinandersetzen, also das fortgesetzte Erzählen auf der einen Seite und die damit verbundene das Bewusstsein, sich eben auch für Figurenentwicklung zu interessieren, in Kombination mit sowas wie Ambivalenzsteigerung, das heißt die Figurenpsychologie und auch die Handlungsmotivationen, die können auch schon mal sich im Laufe einer Handlung sozusagen retrospektiv ergeben. Eine Figur muss nicht gleich als geschlossene Figur eingeführt und definiert werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ganz unterschiedliche Motive und Intentionen verfolgen. Und das lässt sich vielleicht zusammendenken mit neueren Erzählmerkmalen, auch eine multiperspektivische Art des Erzählens und des Darstellens und natürlich auch Formen der Metafiktionalität. Also das heißt, das Ausstellen von Serien ihres eigenen Gemachtseins, des Status als künstliches respektive künstlerisches Produkt. Und die Frage wäre,
kann das sozusagen Ansteckungen, positivere Ansteckungen für die Darstellung von Wissenschaft bzw. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit sich bringen. Wenn wir uns Serienbeispiele wie Regenesis oder auch Orphan Black, beides kanadische Produktionen, anschauen, dann können wir auch hier feststellen, dass wir es auf der einen Seite mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun haben, die tatsächlich eher ambivalentere Figuren darstellen, die auch nicht immer sofort wissen, was zu tun ist, natürlich schon im Verlauf der Handlung an Lösungen orientiert sind, aber sehr viel stärker auch in soziokulturelle, politische und militärische Herausforderungen eingebettet werden. Auch die Art und Weise der Finanzierung von Forschung über Großkonzerne spielt dort unter anderem auch eine Rolle. Was hat das für Auswirkungen auf eine Figurenentwicklung und eine Figurenpsychologie? Und natürlich das Moment der Selbstreflexion, das heißt das stärkere Thematisieren der eigenen Rolle als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, der Erkenntnisse und dem Stellenwert für gesellschaftliche Ordnung, also mit anderen Worten, wofür mache ich eigentlich das, was ich hier mache und wofür ist das, was ich tue, gut oder eben nicht gut. Viel von mir, vielen Dank. Vielen Dank und wir fahren fort mit dem Vortrag von Marion Esch. Ich dachte, nein, okay. Ist auch gut. Gut, freut mich, heute hier zu sein und Ihnen ein bisschen was erzählen zu können über die Hintergründe unserer Initiative MINTIF, die vor etlichen Jahren schon losgegangen ist, wo wir uns zum Ziel gesetzt hatten, die Potenziale des fiktionalen Erzählens für die MINT-Wissenschaftskommunikation, vor allen Dingen aber auch für die MINT-Nachwuchswerbung in den Blick zu nehmen. Wir haben verschiedenste Perspektiven eingenommen. Ich kann Ihnen hier nur ein paar wenige Punkte nennen. Ein Punkt, der vielleicht nicht jedem sofort plausibel erscheint. Danach befragt, wir haben 2800, waren es glaube ich, Jugendliche befragt, danach befragt, wie seid ihr eigentlich auf eure Traumberufe gekommen? Da ist sehr überraschend jetzt an dieser Stelle, wir gehen gar nicht in die Breite, aber die Filme und Serien, die fiktionalen Formate, liegen vor den professionellen Informationsangeboten der Berufsberatung und vor den informationsorientierten Formaten. Nochmal, und zwar für die jungen Männer wie für die Frauen. Das ist, glaube ich, für uns, die wir uns um die Wissenschaftskommunikation kümmern, doch nochmal ein Punkt, worüber man nachdenken sollte. Wirklich danach befragt, über welche Formate, also wie ist eigentlich sozusagen der berufsbezogene Informationsgehalt, da liegen die Fernsehserien ganz vorne. Sie kennen sicherlich alle Debatten, wo alle denken, die Soaps und die Telenovelas, das sind die Formate, wo sozusagen Berufswünsche geweckt werden, weit entfernt davon. Es sind die klassischen seriellen Formate, nur sozusagen als ein kleiner Hinweis. So, guckt man sich jetzt mal an, welche Berufe dargestellt werden und welche Rolle spielt der Beruf eigentlich, stellen wir in Bezug auf die Berufs- und die Geschlechterrollen schon mal sofort fest. Wie bitte? Ach so, sorry. Stellen Sie sofort fest, ja, es stimmt, die Jugendlichen täuschen sich nicht. Die Relevanz der Berufe ist extrem hoch. Also, aber wir sehen auch bei den Männern extrem hoch. 60% des Handelns von Protagonisten, von den Hauptfiguren bei den Männern ist tatsächlich berufliches Handeln, bei den Frauen deutlich weniger. Wenn man sich jetzt anguckt, welche Berufe es sind, die hier vorgestellt werden, findet man Verblüffendes. Wohlgemerkt, dieses ist Germany, Hightech Germany. Gucken Sie sich mal an, wir haben hier die absolute Dominanz von Ordnungs- und Sicherheitspersonal, das sind unsere Krimis, und wir haben so gut wie keine Naturwissenschaft und Forschung und keine Technologie. Es spiegelt sich absolut geringfügig. Das sind sozusagen alle Hauptsender. Geht man jetzt genauer hin, also und wir haben hier das gleiche Bild, also es sind auch die geschlechtertypischen Berufe sozusagen, die hier zu finden sind. Wir haben das gleiche Bild, bei den Frauen ist der Anteil extrem hoch, wo man nicht mal weiß, ob die überhaupt einen Beruf haben. Also die werden sehr viel stärker sozusagen erzählt über ihre Geschlechterrolle, ihre Rolle im Familienleben und ihre Zuständigkeit für Familie, Liebe und ähnliche Dinge. Die Definition über ihren Beruf ist seltener als generelles Phänomen. Geht man noch einen Punkt weiter, dann fällt einem ganz Besonderes auf. Wir sind mal hingegangen und haben die Serien genauer angeguckt und haben hier die gängigsten Formate und auch die Vergleiche zwischen US-amerikanischen und deutschen Formaten uns angeguckt. Sie wissen, das kennen Sie alle, das ist
ARD und ZDF, unsere öffentlich-rechtliche Tradition, hohe regionale Vielfalt, dem Föderalismus in Deutschland sei Dank. Wir haben die Damen sozusagen in den Kommissars- und Tatortrollen und in den Sokos, aber wir haben eine ganz hohe Anzahl, kann ich Ihnen gar nicht zeigen, so, was es da alles gibt. Eine ganz besondere ausgeprägte Präferenz haben wir auch für das Geschehen in der Provinz. Also die Dorfpolizisten, da haben wir die Rosenheim-Korps, Garmisch-Korps. Für Hamburg haben wir dann die Kiez-Leute aus Hamburg hier, das Großstadtrevier, alles mit Regionalkolleur, mit ein bisschen sozusagen auch Humor. Und ein wirklich interessantes Phänomen ist, ermitteln tun bei uns nicht nur die Kommissare selbst, sondern die Nonnen und Pastoren in hoher, hoher Breite. Manchmal auch unterstützt von Tieren, ob es die Hunde oder was auch immer sind. Das ist wirklich ein echtes Phänomen, weil, gucken wir uns das nochmal an, amerikanische Krimis, da sind es nicht die Pastoren, sondern da sind es die Wissenschaftler sozusagen, die im hohen Starke eingeleitet mit dem Trend CSI, die sozusagen ins Zentrum gerückt werden. Also die tatsächlich das Genre nochmal völlig neu formuliert haben und damit den Impact, sozusagen den Science tatsächlich in der Ermittlungsarbeit haben, auch in die Erzählung hereingenommen haben. Das hat viele Nachahmer gefunden und viele verschiedene Ausformungen. Was zeigt uns das aber? Es zeigt uns, es ist kein Genrephänomen, das ob Science vorkommt oder nicht, sondern es ist sozusagen eine kulturelle Entscheidung. Sie haben das hier in vielfältigen Formen, Sie sehen auch, die Damen sind hier an vorderster Front mit dabei, teilweise eben auch die Leitprotagonistinnen, sei es eben Bones, wir haben die Mathematik, also wir haben das auf sehr breiter Front. Wir haben, das sind alles nochmal, also Eureka, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt, das ist gleich ein ganzes Dorf voller Wissenschaftler und Wissenschaftler, die im Auftrag des Geheimdienstes an allerlei mysteriösen Dingen arbeiten. Und da werden alle Facetten durchgegangen, wenn man da nochmal auf Sie Bezug nimmt. Da kann auch mal was schiefgehen und entgleiten, da kann aber auch Unglaubliches dabei hervorkommen. So, jetzt gehen wir in den anderen dominanten Genrebereich, Medizin. Das gleiche wie bei den Krimis, ausgesprochene Präferenz für die Provinz. Es ist nicht der Klinikchef oder die Klinikchefin, es ist der Landarzt, der es reißen muss und der Bergdoktor. Und was wir auch sehen, die Familie steht mindestens genauso im Zentrum und zuweilen sind es dann auch noch Bundeswehrsoldaten, die bei uns im Rettungsdienst unterwegs sind, bar jeder Vernunft. So wenig wie in der realen Welt die Pastoren ermitteln, sind es natürlich auch keine Bundeswehrsoldaten, die Rettungsflieger sind, aber sie stehen hier in Uniform im Dienst. Wiederum ein ähnliches Phänomen im Bereich der sogenannten Familienserien. Da haben wir dann den Förster, die Tierärztin, nochmal die Tierärztin mit dem, oder der Tierarzt sozusagen, wiederum mit dem Schimpansen auch mal im Ermittlungsdienst. So, dann haben wir das Genre amerikanisch, auch auf deutschen Sendern. House, extrem. Also eigentlich das Gegenteil, bricht auch mit allen Erwartungen, ist ein zynischer, es ist kein Gutmensch, der sich um seine Patienten sorgt, sondern genau das Gegenteil, ein Zyniker, der aber wie ein Wissenschaftler agiert und dem sozusagen nichts wichtiger ist, als mit modernster Diagnostik den Krankheiten auf die Spur zu kommen und das Ambiente sieht entsprechend auch aus. Wir haben dann aber auch in anderen Genres, Sitcom etc. pp. Im hohen Maße Science im Zentrum, nicht mehr nur in den klassischen Science-Fiction-Formaten, bis hin zu Big Bang Theory, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, die auf sehr humorvolle Weise auch mit den klassischen Stereotypen an der Stelle spielen. Und was machen Sie damit? Nur als ein Beispiel, wir haben wenig Zeit. Big Bang Theory, was ist der Effekt sozusagen? Der Effekt ist, wie hat es ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist beschrieben, seitdem es Big Bang gibt, ist der Durchschnittsamerikaner eingestellt, am Abend Sheldon und die Physiker zu empfangen und das auch noch witzig zu finden. Hier sind Nerds inszeniert und die sind sozusagen mit großem Stolz, wenn man das erstmal in Anlehnung an Wovereit, unserem Bürgermeister aus Berlin, formulieren will, das Credo ist, ich bin Nerd und das ist auch gut so.
Das ist sozusagen genau die Umkehrung. Was in Szene gesetzt wird, ist, dass besondere wissenschaftliche Leistungsfähigkeit auch zu besonderen Leistungen führt und zu Anerkennung und Akzeptanz führt. Und was sozusagen im Effekt nachgewiesen ist durch Big Bang Theory, ist die Physik salonfähig und sogar hip geworden. Also das muss man an der Stelle, dafür gäbe es tausende von Beispielen. So, dass die Präferenzen der jungen Leute ganz klar bei diesen amerikanischen Serien und nicht bei dem, was wir auf dem deutschen Sender haben, liegen, ist auch unstrittig. So, was mir wichtig ist, ist an der Stelle, wir sehen also, es ist nicht eine Frage von Genreprofilen oder Ähnlichem, es ist eine Frage sozusagen der kulturellen Haltung, ob Science zum Thema wird oder nicht. Und das ist halt die Frage, wieso in einem Land wie Germany sozusagen an der Stelle Science überhaupt keinen Eingang findet, obwohl uns die amerikanischen Formate im deutschen Markt deutlich machen, dass die hohes Interesse finden und auch sehr viele sogenannte positive gesellschaftliche Effekte. Ich will da jetzt gar nicht groß weiter reingehen, aber nur nochmal, also der Gehalt sozusagen dieser Serien ist wirklich extrem hoch und das ist kein Zufall. Das liegt daran, dass die meisten Serien in ganz enger Zusammenarbeit von Science Fiction tatsächlich entwickelt werden. Das ist ein sehr selbstverständlicher Umgang, auch eine sehr selbstverständliche Zusammenarbeit gibt an der Stelle. Wir sehen auch, dass der hohe Bildungsgehalt eben nicht der Publikumsattraktivität entgegensteht, sondern wesentliches Moment der Attraktivität ist. Das lässt sich an Beispielen wie House sehr, sehr gut nachweisen, weil da kann man halt tatsächlich sehen, dass aufgrund sozusagen auch der überraschend anderen und der besonders seltenen Fälle, die dort verhandelt werden, registrieren viele Medizinprofessoren und Professorinnen in Deutschland ein extrem gestiegenes Interesse an diesen Vorfällen, auch an diesen anderen Haltungen, an den Diagnosemethoden. Schüler werden wach, aber im hohen, hohen Maße werden auch Wissenschaftsjournalisten wach. Ich weiß nicht, ob Sie Professor Schäfer kennen, der hat sich tatsächlich in Deutschland als der reale Dr. House, also der gute Diagnostiker sozusagen aus Marburg etabliert. Der spricht an diesen Fällen immer wieder vom Pressetsunami, wenn aufgrund der Serie wieder Patienten geheilt worden sind, weil man tatsächlich sozusagen identifiziert hat, dass das stimmt, was da ist und auf die richtige Spur gebracht worden ist. Das sind alles nur sozusagen Beispiele, die die Potenzialität deutlich machen. Und das hat uns sozusagen dazu geführt, zu fragen, können wir das in Deutschland nicht auch hinkriegen? Ich will jetzt gar nicht weiter in die Thematik rein. Ich würde dann gleich an Christian Dehmke weitergeben, was wir also mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung und Bildung gemacht haben, ist dann angelehnt an die amerikanischen Vorbilder, Möglichkeiten zu bieten, auch in Deutschland intensiver in die Recherchen zu investieren. Ein Beispiel dafür werden wir gleich hören. Und an der Stelle auch auf den Dialog, Austausch und Dialog von Science und Fiction zu setzen. So, das war's. Dankeschön. Ich muss jetzt ganz kurz hier das umstecken, weil das geht hier mit, genau. So, also erstmal einen schönen guten Tag. Ich würde jetzt gerne der Frau Esch widersprechen, aber es gibt wirklich wenig Argumente, ihr zu widersprechen. Es ist wirklich ein schwerer Stand, den man als Autor oder generell auch in der deutschen Medienlandschaft hat, wenn man sich nicht der gängigen Formate, die gelernt sind, die auch von den Sendern reproduziert werden, wenn man die nicht bedient, mit anderen Stoffen kommt, ist es meist ein sehr langer Weg, oftmals ein erfolgloser Weg. Was einem daran liegt, dass im deutschen Fernsehen, böse gesprochen, die Fiction so ein bisschen die Quotennutte ist. Also der kleinste gemeinsame Nenner, der am meisten versammelt, um dann irgendwie im Jahresendabrechnung der Sender zu sagen, wir haben die Nase vor RTL oder eben RTL hat die Nase vor dem und dem. Und dafür dient Fiction, weil Sport ist sehr teuer, Fiction ist dafür billiger, deswegen ist es auch eher so
das Mädchen, was an der Straße steht, was also auch billig sein muss. Es muss schnell gemacht werden, es muss billig gemacht werden und es sollte so viel wie möglich Leute erreichen. Und das kann man dann halt mit Familienserien, mit Krimiserien ohne Ende, wo dann auch ab und zu auch mal Wissenschaft vorkommt, aber das ist letztlich auch ein Randerscheinung. Deswegen, weil dass ich jetzt hier stehe, es gibt bestimmt auch nur 5, 6, 7 andere Autoren in Deutschland, die jetzt hier auf dem Podium hätten stehen können, weil sie das Thema mal auch schon wiederholt öfter mal versucht haben anzugehen, Wissenschaft und Fiction zu verbinden. Und ich will jetzt einfach mal kurz ein Stück von dem Film zeigen, der entstanden ist. Wobei ich gleich jetzt auch dazu sage, ich habe ihn zusammen mit meiner Co-Autorin Sarah Schnier geschrieben, also das steht uns beiden zu und ich zeige jetzt einfach mal einen kurzen Ausschnitt, der schon ein Stück den Film auch erklärt, wenn er denn jetzt startet. Stasi-Zentrale. Nur dem Einsatz dieser Bürgerrechtler ist es zu verdanken, dass diese einmaligen zeitgeschichtlichen Dokumente heute noch für uns zugänglich sind. Sehr interessant. Hallo, Markel, das soll es auch sein. Evelyn, hallo. Markel. Frau Professor Ebert. Ja. Guten Tag. Johannes Küttler vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Ich leite die Auswertung der rekonstruierten Akten. Dr. Jörn Rabe, freut mich sehr, Frau Professor. Abteilungsleiter hier beim IPK, zuständig für die virtuelle Aktenrekonstruktion. Und Frau Annette Schuster, die zuständige Ingenieurin des Projekts. Freut mich. Es freut mich ebenfalls. Dagmar Ebert, bitte entschuldigen Sie meine Verspätung, aber ich wurde im Kanzleramt aufgehalten. Willkommen. Und nochmals vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für meine Doktoranden nehmen. Ist Geschichtsaufarbeitung neuerdings Teil des Facharztstudiums? Ich tue eben, was ich kann. Und es ist besser, ein winziges kleines Licht anzuzünden, anstatt die Dunkelheit zu verfluchen. Konfuzius. Genau. In diesem Sinne. Ich würde Sie dann gerne bitten, mit mir zu kommen. Bitte. Das, was ich hier mache, das kann ich natürlich nur tun, weil wir den Inhalt dieses Sacks bereits ausgewertet haben. Circa 40.000 dieser Fragmente befinden sich in einem solchen Sack. 15.000 dieser Säcke stehen bei uns in den Lagern. Das bedeutet, wir haben es mit der unglaublichen Zahl von circa 600 Millionen dieser kleinen Schnipsel zu tun. Ja, eine Mammutaufgabe, die alle zusammenzufügen, um sie dann auswerten zu können. Aber warum machen wir das? Viele Bürger der DDR wurden vom eigenen Staat jahrzehntelang wie Geiseln behandelt, gefangen gehalten, rund um die Uhr überwacht. Und mit diesen zum Teil absurd minutiösen Aufzeichnungen wurde darüber Buch geführt. Über die Verbrechen, die an den Opfern begangen wurden, genauso wie über die Identität der Täter. Was heißt das? Das hier, das sind keine Papierschnipsel, das ist kein Müll. In diesen Säcken lagern Schicksale. Für die Opfer eines Systems ist das Vergangene niemals vorbei. Sie warten bis heute auf Aufklärung und auf Gerechtigkeit. Und das sind wirklich alles Berichte von Spitzeln, also IMs? Ja, zu einem großen Teil wurde das alles von den sogenannten inoffiziellen Mitarbeitern verfasst. Haben die in der DDR nicht noch was anderes gemacht? Ich zeige Ihnen noch was. Wenn wir das doch auch so einfach weglachen könnten. Für diese Generation ist das alles nur graue Vorgeschichte. Und für Sie? Ich meine, woher kommen Sie, wenn ich das fragen darf? Aus dem Westen, wenn Sie das meinen. Ich habe mit all dem Gott sei Dank nichts zu tun. Außer, dass ich seit 4 Jahren damit mein Geld verdiene. Sehen Sie, ich komme aus der DDR. Und trotzdem war mir die Dimension der Bespitzelung damals nicht bewusst. Ich schäme mich, dass wir das alles haben mit uns machen lassen. Für die Rekonstruktion per Hand, wie wir sie bisher gemacht haben, würden wir Historiker circa 300 Jahre brauchen. Aber dank Annette Schuster und ihrem Team stehen uns jetzt völlig neue technische Möglichkeiten zur Verfügung. Hier sehen Sie den von uns mitentwickelten Hochleistungsscanner. Er scannt die Fragmente von beiden Seiten gleichzeitig. Mit seiner Hilfe können wir jetzt die Fragmente anhand von über 50 Merkmalen differenzieren und damit eine adaptive Suchraumreduktion implementieren. Also im Grunde ist es ganz einfach. Wie beim Puzzlespiel wird zuerst sortiert. Randteile, Himmel, Bäume, Häuser, Menschen. Damit der Haufen der Teile kleiner wird, die zusammengehören. Nach der Digitalisierung beginnt die Phase 2, das Matching.
Software fügt die passenden Fragmente zusammen. Ich wollte eigentlich mit unserem Baby in Rente gehen. Aber wenn wir kein Geld bekommen? Wird das hier eine Abschiedsvorstellung? Vielen Dank, Frau Professor, dass Sie... Zu diesem Stoff, es geht hier, wie Sie jetzt ja auch wahrscheinlich ein Stück so mitbekommen haben, über die Rekonstruktion von zerrissenen Stasi-Akten, die wirklich stattfindet. Zu diesem Stoff bin ich als Autor gekommen über einen eigentlich ziemlich klassischen Umweg. Und zwar hat die Frau Esch bei der, ich glaube 2012 auf der Berlinale einen Filmproduzenten getroffen, mit dem ich sehr viele Filme schon gemacht habe, und hat zu ihm gesagt, ich kenne einen ziemlich interessanten Typen, der hier in Berlin, Bertram Nicolai, ein Projekt leitet, schon seit 10 Jahren arbeiten die daran. Sie sitzen an der Digitalisierung und versuchen digital mit der Digitalisierung diese Schnipsel zu rekonstruieren, dieser Stasi-Akten. Wäre das nicht mal eine Idee und ein Thema? Ivo hat sofort sozusagen das Potenzial erkannt, er kommt aus dem Osten, wie auch ich, und ist auch ein sehr spannendes Thema, auch diese ganze Stasi-Vergangenheit, die immer mehr in Vergessenheit gerät. Also ist er zu mir gekommen und hat gefragt, pass mal auf, guck mal, da machen die so ein Projekt, wäre das nicht irgendein Thema, aus dem wir einen Film machen können? Und dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt, weil okay, Stasi-Schnipsel rekonstruieren, was kann man da machen? Krimi, Thriller vielleicht. Irgendwelche Stasi-Leute, die die Säcke rauben wollen oder irgendwelche Intrigengeschichten, weil natürlich denkt man als Autor dann sofort, in welchem Genre kann man es ansiedeln, wie kriegen wir es verkauft. Wir sind dann im Laufe sozusagen der Gespräche irgendwann dazu gekommen, auch weil das CDF irgendwie Interesse hatte, das war jetzt nur der Sonntagabendplatz, die Liebesgeschichten machen und jetzt nicht gerade Krimi machen. Die hatten aber grundsätzlich Interesse dran. Und dann haben wir sozusagen angefangen, in diese Richtung eine Geschichte zu entwickeln, die ich jetzt hier en Detail nicht erzählen will, die aber erfolgreich war. Und als allererster Schritt, und das war für uns als Autoren ganz wichtig, sind wir natürlich zu dem Bertram Nicolai gefahren und seinem, also vom Fraunhofer Institut, das ist eine der Abteilungen in Berlin für digitale Bildrekonstruktion. Also die machen Ausweise, fälschungssichere Ausweise und 1000 andere Dinge, aber eben auch das. Und das Spannende für uns war eigentlich der Mensch auch hinter der Arbeit. Also die Energie, die auch ein Wissenschaftler aufbringen muss, um solche Projekte zu verfolgen. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie von irgendwo fremd sagt, ja, mach das irgendwie mal, sondern sehr oft ist das ja auch, so hat er uns das berichtet, dass er von diesem Problem kannte, von den Akten wusste und irgendwie hat ihn das umgetrieben, sagen, da muss ich doch mit meinen Möglichkeiten was machen können. Und hat sich dahinter geklemmt und hat Forschungsgelder, Projektgelder für Jahre erstmal locker gemacht. Das alles hat uns ungeheuer beeindruckt. Es war am Anfang auch sehr viel Thema unseres Filmes. Dann kommt natürlich irgendwann in so einer Entwicklung eines Stoffes, wo an dieser Stelle sozusagen Mintef erstmal ganz wichtig war, weil wir haben dann für dieses Projekt ein Konzept aufgeschrieben und haben erstmal eine Förderung bekommen von Mintef, aus diesem kurzen Papier eine etwas umfangreichere Präsentation zu machen und zu recherchieren. Die war von ihrer Tendenz, gab es schon eine große Liebesgeschichte, aber war noch sehr viel auch Raum geblieben für die Wissenschaftler, ihre Fehler, die sie machen, wie sie nicht weiterkommen und so weiter. Im Lauf der Entwicklung ist das dann eben, weil die Fernsehsender als Auftraggeber ganz entscheidend sozusagen mit am Tisch sitzen, immer mehr in den Hintergrund getreten, ich denke aber immer noch relevant genug, dass wir es sozusagen als Autoren vertreten konnten, das zu gehen. Aber es zeigt, die große Schwierigkeit ist, dass eben wirklich die Bereitschaft in den Sendern, sich den Problemen von Wissenschaftlern groß und ernsthaft zu stellen, sehr gering ist, weil das ist Neuland für die. Bringt das Quote, bringt das genug Quote? Wir wissen, wir kommen mit unseren Geschichten von Frau Pilcher oder aus Schweden, haben wir tolle Quoten, warum sollen wir was anderes machen? Und diesen Weg zu gehen, ist sehr langwierig gewesen für uns, sehr mühsam. Das heißt dann, man muss als Autor sehr, sehr viel schreiben, immer wieder, weil die Leute nicht zufrieden sind, weil irgendwie eine Oberredaktionsleiterin nochmal ein Drehbuch liest und meint, da müsse dann doch irgendwie, kann die Frau nicht noch ein Kind haben oder einen Sohn. Und also man ist dann als Autor letztlich, ich sag mal so, ein Dienstleister im deutschen Fernsehen, dadurch, dass das System so ganz klar senderdominiert ist und in den Sendern sehr viele Leute sitzen, die
die das Programm bestimmen. Nichtsdestotrotz hat es uns sehr viel Spaß gemacht. Zum Beispiel, was Sie eben hier gesehen haben, diese Maschine. Da haben die uns sehr beneidet darum, der Bertram Nicolai, weil die gibt es natürlich gar nicht. Die hat unser Filmtechniker gebaut, weil wir gesagt haben, ich meine, die Leute arbeiten in einem völlig kleinen weißen Büro, da steht zwar ein großer Scanner, da legen sie das alles rein, da schieben das raus und rein, aber es sieht letztlich nicht anders aus als bei jeder Sekretärin. Da haben wir gesagt, ja, das können wir natürlich nie erzählen. Also ich meine, das ist ja alles richtig, aber das entspricht auch nicht eurer Arbeit, die ihr macht, weil visuell denkt dann irgendwie jeder, ja, geht da mal ein Kopierer und schiebt mal was raus und rein, was ist denn das? Und wir haben gesagt, wir müssen das jetzt auch visuell einfach so aufwerten, damit das diese Kraft und diese Energie kriegt. Die waren dann, als sie den Film dort vorgeführt haben, vor vielen Mitarbeitern im Institut, die waren alle total begeistert und wollten die Maschine wiederum haben. Weil die sagen, die geht aber gar nicht, die ist nur vom Film. Die haben wir gemacht, um sozusagen die Wertigkeit zu erhöhen und auch den Druck zu erhöhen. Das war die eine Seite des Projektes, was natürlich immer das Privileg des Autors ist. Die andere, was wir auch natürlich gemacht haben, wir haben natürlich recherchiert, welche Möglichkeiten mit den Historikern, welche Möglichkeiten könnte es sein, welche Geheimnisse können in diesen zerrissenen Akten stecken, was könnten also noch die Verbrechen, glaube ich, kann man da ruhig sagen, der Staatssicherheit gewesen sein, die sie vertuschen wollten. Auch das ist sozusagen ein wesentlicher Bestandteil auch dieses Films. Es geht nachher sehr viel auch um die Frage von Schuld und Verzeihen oder von Umgang mit Geschichte und mit Wahrheit und dazu stehen zur eigenen Geschichte. Im Großen und Ganzen sind wir sehr stolz auf diesen Film. Das große Problem am Ende war, der Sender war auch sehr glücklich mit diesem Film, sie fanden ihn vorher auch alle ganz toll. Er hatte leider nur eine mittelmäßige Quote, muss man ganz ehrlich dazu sagen, als er lief. Ich habe sie gar nicht so richtig. 4 Millionen, aber er hatte keine 6 Millionen, er hatte keine 7 Millionen, er hatte 4 Millionen, was sehr viel ist für einen solchen Film. Aber es war sozusagen in der Konsequenz so, dass die Signale vom Sender ganz klar waren, solche Filme wollen wir nicht noch mehr machen, die so problembeladen sind, wo man Fernseher ausmacht, nachdenken muss und wo man nicht so mit dem Wohlfühlgefühl entlassen wird, sondern irgendwie doch eine sehr komplexe Welt dargestellt bekommen hat. Deswegen ist es jedes Mal wieder ein Kampf und man braucht Unterstützung von allen Seiten. Wir als Autoren kämpfen darum, auch mal andere Sachen machen zu dürfen, zu wollen. Das ist, wie gesagt, sehr schwer, aber ich bin ganz froh, wir so einen Film hier mal vorstellen zu können. Und letztlich ist es auch eine Frage natürlich der Zuschauer, ich meine, das lief unter Herzkino am Sonntagabend. Wahrscheinlich guckt da keiner, macht doch keiner von Ihnen mehr den Fernseher an, weil er schon so gebrannt ist davon, dass das ein No-Go ist. Ich habe auch in Mainz bei Schülern mal gesprochen, eines Gymnasiums, die alle den Film gesehen haben, wo alle gesagt haben, was Herzkino, hätten wir uns nie angeguckt. Also wir haben uns jetzt, konnten sie nicht in der Mediathek angucken, fanden ihn auch alle ganz spannend, aber hatten ganz klar deutsches Fernsehen sowieso nicht und schon gar nicht Herzkino. Und das sind dann immer so Dinge, wo wir als Autoren darunter zu leiden haben, dass das Fernsehen doch extrem so eine Normware liefert und irgendwo versucht, auch alles in irgendwelche Verpackungen reinzudrücken, anstatt zu sagen, wir haben ein tolles Thema, lass uns einen Film darüber machen und einen Rahmen finden, wo auch der Zuschauer weiß, an den Tagen dann und dann bekommt das was präsentiert und wir kämpfen gemeinsam dafür, die Leute da wachzurütteln, weil es ist ja unser Geld, was wir da ausgeben oder die da ausgeben. Das sollte gut angelegt sein. Dankeschön. Wenn ich nur noch mal ganz kurz bei der Zahl ergänzen darf, das muss man sich schon immer noch mal klar machen. Die Reichweiten, selbst wenn das in diesem Falle nur 4,7 Millionen waren, schlägt natürlich alles, was die journalistische und was die sozusagen die informationsorientierte Aufarbeitung angeht. Das muss man sich halt immer wieder klar machen. Ne? Und bei einem Tatort kommt man auch mal auf 12 Millionen. Da muss ein Wissenschaftsmuseum 5 Jahre dran arbeiten, um das mal zusammenzukriegen. Und bei dem Beispiel nochmal, wir haben das relativ breit gemacht, dass wir das in Schulen getragen haben, wo man ja sagt, also junge Leute haben weder auf das historische Thema, geschweige denn auf das Technikthema Lust, da war das Gegenteil der Fall. Also wir hatten 300 Leute in dem Schulkino sitzen, die mit großer Begeisterung darauf gekommen sind. Die Klickraten in der Mediathek waren auch sehr gut, aber wie Sie sagen, keiner erwartet, dass am Sonntagabend, wo eigentlich Rosamunde Pilcher läuft, so etwas kommt.
Wenn doch jemand ganz dringend eine Frage auf der Zunge brennt, dann bitte gerne melden. Ansonsten gehen wir jetzt hier ein bisschen in die Diskussion über. Ich würde gerne bei Ihnen, Herr Demke, noch kurz nachfassen und fragen, ist es denn mehr Aufwand, ist es signifikant schwieriger, so einen Stoff zu recherchieren mit einem Forschungsbezug als einen anderen? Also was müssen Sie da reinstecken als Autor? Ja, es ist natürlich mehr Arbeit, aber es ist natürlich das Privileg meiner Arbeit. Ich genieße das sehr. Also ich war jetzt letztens gerade für eine Rechtsmedizinerserie beim ersten Mal bei einer Sektion dabei. Es ist total spannend. Ich war bei Zielfahren dann, ich war beim Geoforschungsinstitut in Potsdam. Sie haben alle Türen mal aufgemacht für ein anderes Projekt. Also es ist sehr viel mehr Arbeit, aber es ist sozusagen ja eine der schönsten Seiten meiner Arbeit, rauszukommen, mit den Leuten zu reden, mir am allerliebsten auch deren Alltag anzugucken, das finde ich am spannendsten, weil wissenschaftlich ist dieser eine Baustein, der liegt mir sehr, ich kann das sehr gut, meine Co-Autorin ist da mal sehr skeptisch, die liegt mir der Emotion, ihr liegt das mehr, das ist jetzt aber nicht Rollenklischee, es ist nur halt wirklich da so, aber das Spannende ist einfach auch der ganze Alltag, wie so ein Institutsleben aussieht und was man macht, also ich finde das toll, das ist natürlich aber sehr viel mehr Arbeit, aber ich mache sie gerne. Und braucht man dafür so eine Stiftung MINTIF, MINTI? Also ich glaube, das kam noch gar nicht vor, aber MINTI hieß früher MINTIF und das war die Förderung, ja, genau. Zwischen den Zeiten ging, den war Film, genau diese Stiftung. Den Film hätte es ohne diese Förderung nicht gegeben, weil dieses Geld, das war und die Zeit, die wir damit bekommen hatten, das Projekt so weit zu entwickeln, dass es für das ZDF, für diesen Programmplatz zwingend genug war, weil die Leute wollten natürlich dort auch das Thema machen. Es ist ja nicht so, dass da eine Redaktion sitzt, die sagt, wir wollen unbedingt immer nur Frau Pilcher machen. Es ist so ein bisschen, es gibt so einen Satz von Helmut Thoma, der mal RTL-Chef war, den er sich irgendwo geborgt hat. Ich glaube, es kommt aus dem Marketing. Der Wurm muss nicht dem Angler, sondern er muss dem Fisch schmecken. Also, dass die Leute machen natürlich zum Teil Programme, die sie auch selber nie angucken würden. Und sie wissen das auch und sagen, ja, wir würden ganz lieber was anderes machen, aber wir machen halt für die Fische Programme und die Fische essen halt Würmer. Es ist ein bisschen überheblich und manchmal vielleicht auch ein Trugschluss, aber so ist es dann halt. Und ohne dieses Geld hätten wir diesen Stoff nie so gut entwickeln können, dass sie dann im Sender hätten kommunizieren können oder wenigstens, und mit 4,7 Millionen haben wir auch einige erreicht, zu sagen, es ist immer noch auch ein Film, der auch als Liebesgeschichte und als emotionale Geschichte eine Relevanz hat. Die hat er auch. Ich glaube, da haben wir uns viel Zeit gelassen. Und das ist sozusagen eigentlich eine doppelte Arbeit. Ansonsten reicht dir so eine Liebesgeschichte und du musst nicht nur recherchieren. Und so hast du eigentlich, musst halt immer gucken, wie du es gut verpacken kannst. So ein bisschen Guerillataktik ist das. Das kostet immer ein bisschen mehr Zeit, aber es macht dann auch Spaß. Bei den Sendern hakt es. Das habe ich auch vorhin im Gespräch mit Ihnen gehört, Frau Esch. Ich glaube, dazu würden Sie gerne was sagen. Ja, ich denke, wie gesagt, was uns ja tatsächlich die amerikanischen Serien und der große Erfolg der amerikanischen Serien sowohl bei den privaten Sendern als auch jetzt bei Streamingdiensten etc. pp., gerade im jungen Publikumschichten, was der uns zeigt, ist tatsächlich, dass eine hohe Bildungsqualität einer entsprechenden Publikumsattraktivität nicht entgegensteht. Und unsere Erwartung ist natürlich, auch als wir mit der Initiative begonnen haben, was öffentlich-rechtliches Fernsehen ausmacht, als gebührenfinanziertes Fernsehen, ist ein Auftrag, und zwar ein Bildungsauftrag. Und warum der in so hohem Maße negiert wird und wir einfach Chancen vertun, in diesem Land tatsächlich gesellschaftlich relevante Themen auch aus der Wissenschaft in die Gesellschaft reinzutragen und überhaupt sozusagen auch den Horizont für junge Leute zu öffnen, auch für eine Berufswelt, die damit verbunden ist, zu öffnen, das ist für mich erschütternd. Befragungen. Wir sind ihnen auf die Pelle gerückt, wenn ich das mal so nennen darf. Und es ist eine überschaubare Szene. Wir haben alle Verantwortlichen an der Stelle ins Interview geholt und uns erklären lassen, wie das dann sein kann. Da war tatsächlich die Aussage, das sind Leute, die kommen in der Regel eben aus einer künstlerischen Ausbildung, die sagen vielfach, wissen Sie, ich war das selbst der oder diejenige, die mit 15 abgewählt hat. Und jetzt glauben Sie, dass ich mit 50 daraus eine gute Geschichte machen kann? Das ist der eine Punkt, wirklich überhaupt nichts darüber zu wissen, was da tatsächlich stattfindet. Man wird aber tatsächlich auch nicht adressiert, also die Wissenschaftsorganisationen, die Hochschulen adressieren alle die Nachrichtenredaktionen und die entsprechenden Wissenschaftsredaktionen, aber auch nicht die Fiktion. Das ist die eine Seite. Was aber viel, viel erschütternder war, dass sie uns dann gesagt haben, ja, wissen Sie, dass das nicht vorkommt, liegt vor allen Dingen an Wissenschaft selbst.
weil Wissenschaft ist langweilig, Wissenschaft ist anspruchsvoll, Wissenschaft lässt sich überhaupt nicht visualisieren und Wissenschaft ist nicht relevant. Dass wir so gerne Förster, Nonnen, Pastoren, all das, was wir hier eben gesehen haben, erzählen, liegt daran, dass das Berufe sind, die gesellschaftlich relevant und ethisch unbedenklich sind. Für Wissenschaft gilt das nicht. Da stehen Sie da und sagen, wow. Also wo Sie auch gerade gesagt haben, dass das Verständnis von, wie kann ich sozusagen auch im deutschen Fernsehen Wissenschaft und Wissenschaft darstellen, wie kann ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darstellen, natürlich auch ganz stark was damit zu tun hat, dass dann natürlich sozusagen selbst auch ein ganz verstaubtes Bild vorherrschend ist. Und die Situation ist insofern ja kurios, wenn nicht sogar grotesk, als dass wir auch in Deutschland in den öffentlichen Diskursen ja seit vielen, vielen Jahren darüber diskutieren, was machen eigentlich andere Länder, übrigens auch nicht nur Amerika und die nordamerikanischen Serien. Wenn wir mal nach Dänemark schauen, dann gibt es auch eine ganze Reihe an sehr guten Serien, die sich vielleicht nicht mit Wissenschaftlerinnen auseinandersetzen, aber ähnlich, vielleicht komplizierte, möglicherweise auch in der Wahrnehmung etwas verstaubte Themen wie Politik beispielsweise zum Thema machen und sehr gute Serien erzählen mit sehr spannenden Figuren. Und die Frage ist halt, wenn ich meine, Populärkultur, fiktionale Erzählungen muss auf der einen Seite mit Stereotypen arbeiten, das ist ganz klar, genauso wie ein Genre, die einen ersten Einstieg darstellt, ist die Art und Weise, wie ich stereotypisch mich mit bestimmten Figuren auseinandersetze, für Populärkultur ein zentrales Thema. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, wie erzähle ich das? Und wenn in bestimmten Kontexten die Meinung vorherrschend ist, dass man aus wissenschaftlichen Themen, die in ihrer Darstellung und das, was wir davon, also was, von dem wir glauben, was Wissenschaft denn wäre, so kompliziert und vielleicht auch trocken und abstrakt ist, dass man das nicht erzählen kann, dann scheint das ein Stück weit natürlich auch, also ich habe auch nach dem, was Herr Demke erzählt hat, mir notiert, es ist so eine Mischung aus auf der einen Seite Unwissenheit und Unsicherheit, natürlich auch die Angst davor, etwas zu machen, von dem man nicht antizipieren kann, wie sehen Einschaltquoten aus, wenn seit 10 Jahren Kommissarinnen und Kommissare gut funktionieren und wenn seit einigen Jahren und im Moment ist die Serie mit Fritz Wepper und den Nonnen einer der Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. Das ist sozusagen auf der einen Seite sind die Voraussetzungen schon schwierig und natürlich trifft sich das in einer ungünstigen Gemengelage mit einer Mutlosigkeit. Das heißt auch einfach mal zu sagen, wir probieren das jetzt mal. Und wenn wir uns in anderen Ländern umschauen, unter anderem auch im Bereich der amerikanischen Fernsehserien, dann sind die ja auch nicht von heute auf morgen auf die Idee gekommen, wir wollen jetzt einfach mal Wissenschaft erzählen und gucken, was dann passiert, sondern das sind, wenn wir uns die Sendelandschaft, die Serienkultur anschauen, welche verschiedenen Akteure sind eigentlich dafür verantwortlich, dass auch mit kleineren Zielgruppen, mit Nischen und auch Mikronischen teilweise, die dort adressiert werden. Natürlich ist die Art und Weise, wie kann ich Profit mit solchen Serien machen, ein starkes Thema, aber die Einschaltquote ist bei den großen Networks zentral, aber beim Basic Cable und auch beim Premium-Fernsehen und letztendlich auch bei den neuen Online-Formen sind ganz andere medienorganisatorische Voraussetzungen zentral und dort werden Entscheidungen auch anders getroffen. Und das ist mit einer der unter anderem auch zentralen Probleme, die wir im deutschen Fernsehen haben. Und gleichzeitig diskutieren wir in regelmäßigen Abständen, auch auf Podien. Vor 2 Jahren haben wir in Heidelberg Autorinnen, Autoren, Redakteure, Redakteurinnen und Redakteure, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft zum Thema gehabt. Alle sind sich im Prinzip darüber im Klaren, dass wir versuchen wollen, eine andere Art des Erzählens auch im deutschen Fernsehen zu platzieren und vielleicht auch das fortgesetzte Erzählen im Primetime-Slot, das hat ja hier nicht so eine lange Tradition, wie das beispielsweise in Amerika der Fall ist, hier umzusetzen. Und gleichzeitig fehlt in den Redaktionen aber vielleicht der falsche Kaffeesatz, um zu gucken, was kann man denn daraus gewinnen und wie können wir den Stoff, den man ja gut erzählen kann, dafür gibt es ja massenhaft gute Beispiele, auch umsetzen. Und ich meine, das Personal scheint dafür ja auch da zu sein. Wir haben sehr, sehr viele gute Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, die ja auch sagen, dass sie das ganz gerne wollen und gleichzeitig aber immer nicht offene Türen einlaufen, sondern vor verschlossenen Türen stehen bleiben. An der Stelle haben wir noch eine Frage aus dem Saal von Karl Urban. Ja, eher ein Einwurf.
Das klang jetzt auch schon so ein bisschen an. Ich glaube, das Problem auch gerade zwischen dem amerikanischen Markt und die Beispiele, die da jetzt gerade kamen aus den Serien, aus Filmen und dem deutschen TV-Produktion, ist ja die Zielgruppe, für die produziert wird. Also in Amerika ist es eher für ein junges Publikum produziert und das ZDF, das Durchschnittsalter kennen wir. Und ich glaube, die Programmmacher haben da einfach eine andere Zielgruppe im Hinterkopf. Und ich schätze, da müsste sich auch was ändern. Also wenn die sagen, wir produzieren halt nicht nur für das Durchschnittsalter, die uns gerade gucken, sondern versuchen auch mal ein jüngeres Publikum anzusprechen, wird sich vielleicht auch da was ändern, oder? Also die Diskussion um die Zielgruppe und auch was das sozusagen ne, steigende Alter derjenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, insbesondere deutschen Fans in ARD und ZDF angeht. Die Diskussion gab es im amerikanischen Fernsehen oder für den amerikanischen Serienmarkt Anfang der 80er Jahre. Da hat man sich genau über den demografischen Wandel und um irgendwie das Erschließen von neueren Zielgruppen, andere irgendwie Broadcasting-Strategien überlegt. Und ich meine, wenn wir im Prinzip, das Problem ist da, die Sensibilität dafür ist offensichtlich auch in den Köpfen der Leute schon angekommen. Gleichzeitig sind wir, ja man will fast sagen, über 30 Jahre der Zeit hinterher, um an den entsprechenden Stellen dann die Entscheidungen auch zu treffen und zu sagen, wir probieren das aus. Und übrigens ist das in Amerika auch nicht immer eine Erfolgsgeschichte gewesen. Das hat auch eine ganze Reihe an riesigen Verlusten und Projekten gegeben, die nichts eingebracht haben, wo man trotzdem gesagt hat, wir probieren es jetzt vielleicht noch mal für eine Staffel, vielleicht fangen wir uns dann. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dennoch ist der Wille, auch aus einem Krisenbewusstsein heraus. Sie haben das ja nicht gemacht, weil sie sich überlegt haben, wir wollen das jetzt, sondern weil eine ganze Reihe auch an ökonomischen Krisen dort in der Zeit eine Rolle gespielt hat. Aber Trial and Error, finde ich, ist vielleicht ein Prinzip, was man sich hierzulande auch mal ernsthafter anschauen müsste, denn nur so kann es funktionieren. Es gibt Projekte, die laufen gut und es gibt Projekte, die laufen nicht gut. Und wenn es mal nicht gut läuft, heißt das eben nicht, wie bei dem Beispiel, die Quote ist jetzt irgendwie nicht so sozusagen haben wir nicht bedient, wie wir uns das erhofft haben, also bleiben wir dabei und zeigen Hauptkommissarinnen und Kommissare, Nonnen und Pastoren, sondern weiter zu probieren und zu gucken, okay, wir versuchen jetzt mehrere Anläufe und müssen uns vielleicht auch ein bisschen selbst schulen und trainieren im Umgang mit etwas komplexeren und komplizierteren Themen. Aber die Diskussion, die gibt es natürlich in anderen Ländern auch, die jetzt ist auch früher geführt worden und mit unterschiedlichem Ausgang, wie wir wissen. Ich würde an der Stelle gerne noch kurz nachfassen. Und zwar gibt es ja in den USA das Vorbild für Ihre Stiftung eigentlich, den Science and Entertainment Exchange, der sich eben auch darum bemüht, Wissenschaftler und Drehbuchautoren an einen Tisch zu bringen, um diese Inhalte dann in den fiktionalen Film zu tragen. Gibt es da, wie schätzen Sie beide das ein? Welchen Einfluss hat das gehabt auf die Entwicklung, die wir ganz am Anfang auch in dem Filmzusammenschnitt gesehen haben, dass man einfach in den letzten Jahren, also wirklich massiv sehr gute Filme, auch hochkarätig besetzte Filme und sehr erfolgreiche Filme mit Wissenschafts-Background aus den USA gesehen hat. Gravity, Interstellar, Marsianer und die Beispiele, die da auch noch liefen. Also jetzt, wenn wir mal konkret den Science and Entertainment Exchange nehmen, der ist ungefähr zeitgleich mit uns entstanden, ganz unabhängig voneinander. Der hat sozusagen einen Trend sehr positiv verstärkt und wird auch sehr gut nachgefragt und gotiert. Der Trend dazu sozusagen ist aber schon vorher in Gang gekommen. Durch die Aspekte, die Sie genannt haben, also alle Interviewpartner in den USA, die wir befragt haben, haben sehr deutlich gesagt, okay, das Fernsehen war in der Krise, wir mussten eine sozusagen Form finden, gerade die jüngere Generation wieder zurückzuholen. Und die Antwort war eindeutig, das geht nur mit mehr und nicht mit weniger Qualität. Und das hat sich sozusagen an der Stelle ja auch bewahrheitet. Und inzwischen muss man einfach mal sagen, die erfolgreichen Serienmacher sind salopp formuliert stinkreich. Die kaufen inzwischen Sender aus der Portokasse, weil die einen so hohen sozusagen internationalen Vermarktungserfolg auch haben, der ist unglaublich. Und gucken Sie sich so Serienformate wie Simpsons, in jedem Land der Welt sozusagen läuft das und hat eine Fangemeinde, die ist ganz unglaublich. Und das fängt im Jugendalter an und die Menschen springen mit 50 immer noch nicht ab. Und das müssen Sie einfach von der ökonomischen Dimension, ist das ganz unglaublich. Aber auch Simpsons war immer ein Entertainment-Education-Format. Hat genau deshalb sozusagen gepunktet, weil es intelligent war.
Und das ist für mich sozusagen der eigentlich paradoxe Punkt zum dem Thema, was bei den Amerikanern anders ist, dass das möglich ist. Es ist sehr viel selbstverständlicher. Sozusagen die Amerikaner zahlen auch für Wissenschaftler und wissenschaftliche Beratung. Und das ist genau das Problem, weshalb wir mit der Stiftung jetzt hingegangen sind und gesagt haben, in Deutschland wird Recherche sowieso nicht bezahlt, egal ob das Wissenschaft ist oder nicht. Es wird sowieso zu wenig in die Stoffentwicklung selbst investiert. Und das macht sich natürlich bei der Qualität bemerkbar. Und dazu noch den letzten Satz, das ist mir jetzt wirklich dringend ein Anliegen. Das ist auch eine deutsche Tradition. Wenn Sie da die britischen und vor allen Dingen die auch skandinavischen Kollegen fragen, Großbritannien oder BBC sagt eindeutig, die Gebührenfinanzierung zwingt uns dazu, der Risk-Taker zu sein. Wir müssen genau deshalb, sozusagen, weil wir das Gebührengeld geben, die Innovatoren sein und das Neue probieren. Die Deutschen sagen, weil wir Gebührengeld kriegen, müssen wir jedes Risiko vermeiden. Weil das ist ja Gebührengeld und da müssen wir sehr sorgfältig damit umgehen. Thema demografische Entwicklung. Die Briten haben, nachdem sozusagen gesamteuropaweit das Thema aufgenommen wurde, haben die Briten gesagt, jede Programmentscheidung muss künftig sozusagen offenlegen, ob sie sozusagen den Anschluss an die Generation wieder sozusagen verheißt zu schließen, an die junge Generation. Und ansonsten gibt es das Programm nicht. Die deutsche Reaktion aber eben auch vom Grimme-Institut und Konsorten, wenn ich das jetzt mal sagen darf, war, wow, es tun sich ganz neue Formatmöglichkeiten für die über 80-Jährigen auf. Weil die werden so viel und die sind so treu und die sind so eine große Masse, die können wir dann ja nochmal bedienen. Das Wort Jugend kam nicht vor. Jetzt nehmen wir noch die Fragen aus Publikum. Die Herren haben schon lange gewartet. Dirk Förger, Pressesprecher in einem Forschungszentrum, langjähriger Wissenschaftsjournalist und in den USA Film studiert habend. Ich denke, dass einfach eine ganze Menge Punkte da zusammenkommen. Also erstmal denke ich einfach, die Zuschauer in den öffentlich-rechtlichen Sendern gucken halt gerne Nonnen und Pfarrer, weil sie ohnehin näher Gott bei dir schon sind, von der Altersstufe her. Vielleicht erklärt sich das daher die Nähe. Dann die Unbeweglichkeit durch die Aufsichtsgremien, die wir haben, auch in Deutschland bei den Sendern. Also ich war neulich auf einer Tagung gewesen, wo es schon als schnell gilt, wenn man jetzt im ARD was ändern will und man es tatsächlich bis 2020 umsetzen kann. Da fasst man sich nur an den Kopf. Ein dritter Punkt ist einfach auch ein qualitativer, als jemand, der in Amerika studiert hat. Ich sehe irgendwie auch die Qualität, die umgesetzt werden kann. Also wenn man sieht, dass CSI zum Beispiel pro Folge Geld zur Verfügung hat, wie in Deutschland ein mittlerer Kinofilm, das sieht man irgendwie auch. Und ein vierter Punkt vielleicht auch noch immer diese Themen, die drin sein müssen. Also ich war über längere Zeit auch begeisterter Tatort-Zuschauer, habe jetzt am Sonntag den auch wieder gesehen und da muss in die Geschichte ja nicht nur die Flüchtlingsthematik rein, sondern auch noch der Jude, der dann auch bekehrt werden muss und wie er sich verhält und dann dieses Thema noch und jenes und alles politisch korrekt. Und irgendwie nervt es einen an und man irgendwie denkt, ja, dann zeig doch mal einen anständigen Banküberfall mal wieder, wo ein bisschen was los ist und nicht immer diesen sozialen Mist dann noch immer wieder. Also es ist auch über dieses politisch Korrekte, was dann in jede dieser Sendungen hineinfließt, ist auch so ein bisschen abtörend. Wollen Sie gleich weitermachen? Ja. Neben dieser, sagen wir, deprimierenden Risikoscheu, die Sie da ansprechen, scheinen es ja auch um Vorurteile zu gehen, dass eben Wissenschaft sich nicht erzählen lässt und so weiter. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn es um Serien geht, da gibt es ja immer diesen Piloten. Es gibt ja so Piloten, wo man testet, ob eine Serie ankommt. Könnte man das nicht bei den Verantwortlichen machen, weil sie sagen ja auch, dass es die Autoren gäbe, die Ideen hätten. Also das Angebot scheint ja da zu sein, dass man mal so Piloten produziert und das den Leuten zeigt beim Fernsehen und um die zu überzeugen, dass das sich doch erzählen lässt. Also es geht das nicht, oder? Ja, kann ich kurz darauf antworten. Also einmal, auch die deutschen Sender machen zum Teil Piloten, auch in Serien, also die Öffentlich-Rechtlichen nicht so viel, das ist so eine Zeit gewesen, RTL und Sat.1 haben das gemacht. Die sind von der Sache her relativ nicht so aussagekräftig. Also es gab ganz tolle Piloten, die super Quoten hatten und Serien, die danach
kontinuierlich in den Keller gefahren sind. Es gab Serien, selbst die Sachsenklinik stand am Anfang kurz vor dem Ende. Die ging einfach nach 3 Jahren dreimal umprogrammiert. Irgendwann war sie auf dem richtigen Platz. Heute ist sie der große Renner. Also es gibt Formate, auch der Bulle von Tölz bei Sat.1, der völlig schlecht lief. Und dann kam er auf irgendeinen anderen Platz. Plötzlich funktioniert etwas. Das ist etwas sehr Magisches, wie was im Fernsehen funktioniert. Wenn es da einen gäbe, der das... Es gibt den nicht. Also es sind viele Tendenzen. Was ich denke, ist, dass gerade in solchen eingefahrenen Strukturen wie ARD und ZDF muss man, wenn die wirklich was machen wollen, für bestimmte Plätze viel Programm machen und das kontinuierlich anbieten. Das wird erstmal total in den Keller gehen, weil man wird alle vergraulen, die da eh vorher waren. Es wird kein neuer erstmal hinkommen, weil er nicht weiß, dass es da ist. Sowas muss sich im Laufe der Zeit durchsetzen. Es gibt ein gutes Beispiel, das war auf der ARD mal Berlin, Berlin und Türkisch für Anfänger. Die ARD war da auch ganz lange weit weg und plötzlich kamen da Mitte der 90er Jahre 2 Serien, die auf den Schulhöfen wurde von Jugendlichen plötzlich über die ARD wieder geredet, über Simpsons. Plötzlich war Berlin, Berlin mit Lolle oder Türkisch für Anfänger war plötzlich da. Das haben die gewagt, das ist eingeschlafen und seitdem ist dieser Platz sowas von tot. Ich habe auch 2010 eine Serie da gehabt, das war grausam. Ich glaube, es war keine schlechte Serie. Ich glaube, es war nicht mit einem Krimi ganz angenehm, glaube ich. Aber da funktioniert plötzlich gar nichts mehr. Aber es war auch nicht wirklich mutig, den Krimi dort zu machen. Das war halt der Ansage der Sender. Und ich glaube, so ein Sender müsste sich richtig großen Mut nehmen und sagen, wir machen da was und wir halten das jetzt 1-2 Jahre durch, koste es, was es wolle. Und am Ende, bin ich überzeugt, werden sie ein anderes Publikum dann da finden. Und es wird relevant sein. Es wird vielleicht nicht die Superquoten haben, weil es sind für 14- bis 20-Jährige das Fernsehen zum Glück nicht so relevant wie für 80-Jährige. Die haben auch noch was anderes vor dem Leben, finde ich auch gut. Auch als Autor, auch als Fernsehmensch. Ging mir damals genauso, habe ich mich auch nicht mit Fernsehen beschäftigt, aber trotzdem gibt es immer wieder Angebote, die man da machen muss und einfach durchhalten. Wäre mein Wunsch. Und Sie hätten, wie Frau Esch sagt, eigentlich keine notwendigen Gebührengelder haben. Bei Privatfernsehen, die dann irgendwann sagen, ich mache das nicht, weil ich fahre in die Miesen. Ein öffentlich-rechtlicher Sender kann das ganz klar sagen. Das ist deswegen meine Einführung. Fiction ist leider die Quotennote, die muss es halt bringen. Also irgendwie eine Reportage bringt kein Geld, Nachrichten bringen kein Geld, Politmagazine, Talkshows bringt alles nichts, sozusagen keine Quote. Quote bringt Fußball und Fiction. Und davon muss, glaube ich, so ein Sender sich gedanklich verabschieden, einfach zu sagen, wir sind hier irgendwelche Marktführer. Das ist so ein Gedanke von vorgestern. Also Internet, 1000 Kommunikationswege gibt es heutzutage. Mit weniger und Qualität sollte man, glaube ich, mehr zufrieden sein. Also sollte überhaupt ein Kriterium sein, dass der Film gut ist. Und wenn der Sender und die Leute finden, wir haben einen guten Film gemacht, dann ist das erstmal ein ganz wichtiges Kriterium. Und dann kann man dafür alles tun, dass es Leute gucken. Aber zu sagen, gut, der Film ist nicht gut, weil die Quote schlecht ist, ist einfach das falsche Denken vom Fisch und dem Wurm und dem Angler. Das ist einfach tödlich an so einem Augenblick. Wobei man auch dazu sagen muss, ich meine, das Beispiel Türkisch für Anfänger, das war ja auch ein Kampf, bis die Serie dann so auch sozusagen ausgestrahlt wurde und sich auch im Laufe zumindest mal der ersten Staffel verändert hat, wie sie sich verändert hat. Das heißt, diejenigen, die da die Programmverantwortlichen waren, da gab es durchaus einen Dissens darüber, wie diese Serie auszusehen hat, wo sie ausgestrahlt ist. Aber wenn man mal eine gut laufende Serie hat, die auf einem Platz läuft, dann muss man auch zusehen, und das kann man auch bei vielen anderen Sendern, internationalen Sendern sich anschauen, dann braucht man eine vernünftige Programmierungsstrategie und auch gleichzeitig den Content, der immer wieder nachläuft. Auf der anderen Seite glaube ich, wir haben jetzt ganz viel über sozusagen Unwissenheit und auch irgendwie so ein Stück weit Mutlosigkeit und das Sicherheitsbedürfnis der Senderanstalten und der Programmverantwortlichen gesprochen. Ich will jetzt natürlich keine Lanze über den entsprechenden Personen brechen, aber man muss vielleicht auch, wenn wir über Quote sprechen und über die Gebührenfinanzierung, ein Stück weit Teil dieser Rhetorik, wenn man sich mit den Leuten darüber unterhält, warum beispielsweise bestimmte Formate, bei denen man weiß, dass sie eine gute Quote bringen, weil sie ein ganz spezielles Segment von Zielgruppe eben bedienen, und dann weiß man, die schauen zu, wird man feststellen, dass man das Programmverantwortliche relativ allergisch reagieren auf alle Formen der Beobachtung und Diskussion im Zusammenhang mit der Gebührenfinanzierung. Und das heißt, dass man sich als unter einem ganz besonderen Maße unter Beobachtung wahrnimmt, und diejenigen, die kritisieren, das ist irgendwie alles langweilig, das sind irgendwie alles wiederkehrende Muster, die wir sehen, Nonnenkriminalkommissarinnen und Kommissare immer dasselbe, ein Brei,
wenn man versucht, was anderes zu machen, vielleicht etwas experimenteller mit bestimmten Dingen umzugehen, dann kommen die aus der anderen Ecke gekrochen und sagen, naja, also so wollen wir uns allerdings auch nicht unser Abendprogramm vorstellen. Das ist immerhin gebührenfinanziert. Und wo bleibt denn jetzt die Sozialkritik und wo bleibt sozusagen die Political Correctness? Also das heißt, dann stößt man sich andauernd an diesen gegenseitigen Polen und gleichzeitig haben sie diejenigen, die die Entscheidung treffen und sagen, naja, also auf diese Form der Auseinandersetzung haben wir schon keine große Lust, ja, und wollen uns auch nicht fortwährend rechtfertigen. Und dann können wir wenigstens sagen, na, die Formate, die vielleicht einige als eher trocken und dröge wahrnehmen, das sind dann die Formate, die die Quote bringen und die dann eben auch, wo wir uns zumindest vor der oder hinter der Zahl verstecken können. Und das heißt, wir haben nicht nur, wenn man das mal ganz polemisch versucht auf den Punkt zu bringen, im Prinzip nicht nur ein Problem in der Ebene oder auf der Ebene derjenigen, die die Entscheidungen treffen, sondern wir haben auch meiner Wahrnehmung nach ein nicht unproblematisches Verhältnis innerhalb der öffentlichen Auseinandersetzung über das, was das deutsche Fernsehen zeigen kann und soll und möglicherweise auch darf. Und da, glaube ich, sind wir auch in der öffentlichen Meinung, in der öffentlichen Auseinandersetzung viele, viele Jahre und Jahrzehnte hinterher, was in anderen Ländern stattfindet und auch die Auseinandersetzung und das Verständnis und der Wunsch nach einem bestimmten, nach einer bestimmten Format, nach einer bestimmten Art von Programminhalten. Wir müssen leider fast Schluss machen. Wir nehmen aber noch die letzte Frage aus dem Publikum auf jeden Fall mit, natürlich. Ja. Ach, und dann vielen, kommt noch vielen eine. Dank. Also mein Name ist Nina Neser, ich studiere Wissenschaft, Medien und Kommunikation in Karlsruhe. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich möchte jetzt ein bisschen anschließen an Herrn Stollfuß. Frau Esch fördert ja mit der Stiftung auch eben wissenschaftliche Inhalte. Versucht man denn dann, weil wir jetzt von Mutlosigkeit und so weiter ein bisschen gesprochen hatten, versucht man auch alternative Formate zu fördern, sagen wir mal Online-Formate, die dann vielleicht im Umkehrschluss dann das ZDF oder die ARD locken könnten? Also wird auch sowas gemacht? Weil es klingt jetzt für mich so ein bisschen, man versucht immer wieder dann Kontakt zu bekommen, aber irgendwie kriegt man es nicht richtig hin, wegen den genannten Schwierigkeiten, die jetzt irgendwie aufgetreten sind. Und letztendlich wird dann so ein Herzprogramm draus, wo ich jetzt als junge Person eigentlich tatsächlich einfach wegklicke, weil schon Herzsache drüber steht, obwohl der Film wahrscheinlich super interessant gewesen wäre. Also gibt's da auch Ansätze bei Ihnen, also um Sie direkt zu fragen? Also wir würden niemals, das wäre auch viel zu teuer, darüber nachdenken, wirklich sozusagen selber als Produzenten sozusagen zu gerieren und selber Programme zu zahlen und dann sie sozusagen zu vermarkten. Dazu haben wir auch gar nicht die Kompetenz. Also ich bin auch Medienwissenschaftlerin sozusagen vom Hintergrund. Das haben uns übrigens auch alle amerikanischen Kollegen, die ähnliche Arbeit leisten wie wir, gesagt, die Finger lassen von Produktionsförderung, weil sozusagen alle Stoffe müssen auf Programmplätze hin schon entwickelt sein. Die Programmprofile stehen und wenn das da nicht passt auf das Herzkino oder auf dem Programmplatz, dann wird das da niemals hinkommen. Das ist verlorene Liebesmühe. Wichtig ist aber dennoch meines Erachtens wirklich sozusagen in die frühe Stoffentwicklung zu investieren. Und in dem frühen Stadium sozusagen genau erst mal überhaupt auch das Interesse zu wecken. Wenn man in diesen Bereichen nicht ausgebildet ist, hat man überhaupt gar keine Ahnung, was eigentlich alles dahinter steckt und an Potenzialität dahinter steckt. Sozusagen, was ich nie weiß, macht mich nicht heiß. Und von daher denke ich, wir sind das sehr gewohnt, für den Wissenschaftsjournalismus Stipendien, Preise, Recherchemöglichkeiten zu eröffnen, Qualitätsförderinstrumente, die gibt es für den fiktionalen Bereich überhaupt nicht.